Hallöchen. Ich probiere es jetzt einfach mal nach so vielen Pleiten, Pech und Pannen, die ich da heute hatte. Mit dem Aufnehmen von, Videos, ja, von Let's Plays. Erstmal willkommen, wa? Falls das jetzt überhaupt aufnimmt, also willkommen. Ich möchte mal ein bisschen 4 anspielen und ich fange jetzt, also ich mache jetzt eine Viertelstunde und dann breche ich ab und dann mache ich nochmal eine Viertelstunde und oder so. Eine Viertelstunde wird auf jeden Fall drin sein. Ich mache einfach mal, wa? Profile, Misery ist eingestellt. A Load Game. Ja. Ich habe ja schon gespielt. Ich habe das doch aber nur ein. Achso. Quick Save, Autosave und Saved Games. Ich habe nämlich schon mal wieder. Ich wollte nur kurz anspielen eigentlich. Dachte. Und wollte den Ton noch probieren. So, und dann letzten Endes. Naja, lief es gar nicht. Naja. Gut. Okay. Also dann. Ich mache jetzt einfach mal New Game und ich bin ja, da ich nicht gut treffen kann und auch nicht gut zielen kann und mich immer gleich mitten rein in die ganzen Gegner stelle, mache ich mal Low Difficulty, weil ich halt nicht so gut bin. Bin halt kein Pro-Gamer. So, mal gucken, ob das jetzt was wird und wenn ja, was? Man muss immer froh sein. Auch wenn der ganze Tag beschissen war. In Bezug aufs Aufnehmen. In Bezug aufs Aufnehmen. Andere Sachen sind passiert, die waren da schon besser. So. Ach ja, am Anfang ist ja hier sowieso nicht wirklich viel los. Die ganze Schießerei kommt ja später. Und der Horror kommt noch ein bisschen weiter später. Senator, aber es geht um Origin. Was ist passiert? Es gab einen Aufstand. Vettel hat jetzt den Befehl über die Prototypen. Mein Gott. Wir können das immer noch diskret klären, aber wir müssen schnell sein. Oh, na gut.
Lassen Sie mich telefonieren. Dieser Irre heißt Paxton Vettel. Er ist der Schlüssel. Wenn wir ihn haben, ist alles klar. Der Kerl hat echt Kohldampf. Ich glaube, er hat einen Plan. Das ist keine reine Nahrungsaufnahme. Der tut das nicht zum Spaß. Was sonst? Kampffressen? Was steckt dahinter? Eigentum der Armacom Technology Corporation. Die entwickeln dafür das Militär eine Armee von Klonen, die einem übersinnlich begabten Kommandanten gehorchen. Natürlich streng geheim. Vettel ist einer der Kommandanten. Sie nehmen mich ja wohl auf den Arm. Kein Wunder, dass uns keiner ernst nimmt. Militärische Klone? Ein ganzes Bataillon. Bestens ausgebildet und schwer bewaffnet. Ein Bataillon? Was sollen wir denn gegen 1000 Supersoldaten ausrichten? Wie schon gesagt, wir erledigen Vettel und das war's dann. Der Sinn des Programms ist, Kommandanten direkte Informationen über das Schlachtfeld zu geben, ohne sie dabei selbst in Gefahr zu bringen. Das bedeutet, wir müssten den Dreckskerl in die Ecke drängen können, ohne durch Soldaten zu warten. Wie finden wir ihn? Armacom hat ihm einen Sender in den Kopf gepflanzt. Der führt uns direkt zu ihm. Das ist ja sowas von praktisch. Angenommen, alles funktioniert, wie es soll. Was ist mit Ihnen? Sind Sie einsatzbereit? Sie schicken ihn in den Einsatz? Sind Sie verrückt? Er ist erst vor einer Woche hergekommen. Sie haben seine Trainingswerte gesehen. Seine Reflexe sind extrem gut. Ich glaube, der kommt zurecht. Wie auch immer, Mann. Sie sind der Boss. Absolut richtig. Keine Sorge, alles wird gut. Dann mal los. Was ist Ihre erste Erinnerung? Gott unter Menschen sein. Wir haben Vettel in einem leerstehenden Gebäude davon entdeckt. Der Satellit zeigt keine Feindaktivität, aber lieber kein Risiko eingehen. Jankowski in Position? Sagen Sie Bescheid. Also dann, ausrücken. Also dann mal hallo und willkommen zu 4. First Encounter Ethel Recon. So. Und die Aufgabe hier ist eigentlich immer die ganze Zeit Paxton Vettel finden und neutralisieren. Mal gucken, ob das jetzt hier funktioniert. Also ich habe das Spiel bisher, also ich hatte das eigentlich nur einmal bei einem anderen Let's Player gesehen und fand das dann so cool, dass ich das selber spielen wollte. Aber mittlerweile habe ich das durch die ganzen Versuche, durch die ganzen Let's Play Versuche, bin ich da schon, weil ich dachte, ich nehme auf und dabei habe ich gar nicht aufgenommen. Dabei bin ich schon recht weit gekommen. Ja, und deswegen ist es natürlich kein Blind Let's Play mehr. Also es wäre teilweise eins gewesen, weil ich das halt, wie gesagt, von dem anderen Let's Player nur kannte, also nur vom Zugucken. Davon, und ich merke mir immer sowas eigentlich nicht. Da jetzt eine Granate hin. Ja, die Autos sehen schon kaputt aus. Naja. Ja. Ich merke mir das nicht eigentlich nicht so richtig, aber naja. Wenn wir hier durchgehen, kriegen wir übrigens Schaden. Und hier rangehen. Ja, genau. Dann brennen wir. Ja. Und wie gesagt, die Ratte sitzt im Müllbeutel. Naja. Ja. Wie gesagt, also es ist kein Blind Let's Play mehr. Leider Gottes. Hey Mann, wieso dauert das so lang? Aber vielleicht suchen Sie einen Weg drumherum. Ja. Aber vielleicht haben wir trotzdem ein bisschen Spaß zusammen. Ein bisschen. Ich bin ja mal gespannt, ob die Aufnahme jetzt funktioniert. Oder nicht. Oh, eine Ratte.
Oh, wie sie da so wühlt mit ihren Füßchen. Halt. Das ist irgendwie zu einem Muss in 4 geworden. Also jedenfalls in 4.1. Und, ach so. Nicht, dass ihr euch aufregt. Ich, ich schließe grundsätzlich jede Tür, die ich auch geöffnet habe. Oh. Ja. Ja, manchmal erschrecke ich mich halt trotzdem immer noch. Genau wie bei einigen Horrorfilmen. Kann ich. Warum bringen Sie mich hierher? Warum bringen Sie mich zurück? Die kann ich x-tausendmal sehen. Und trotzdem. Es fällt nicht ab. Nee, wie bei einigen Horrorfilmen. Die kann ich x-tausendmal sehen. Und trotzdem. Erschrecke ich mich noch. Logisch. Nee, nicht logisch, aber. Wackel doch nicht so mit der. Ey. Das ist sehr unhöflich, sowas. Ey, das ist auch unhöflich. Ja, ich weiß, ich habe jetzt den Schockmoment verpasst, weil ich die Tür geschlossen habe. Es tut mir leid. Moment mal. Na los. Komm hier nicht durch? Hört sich. Los! Ach, Leute. Du wurdest hier geboren. Der Kerl ist hier gerade zerfallen. Ich war dabei. So, ich gehe trotzdem überall lang und erkunde alles, weil ich habe in Annahme eines Let's Plays auch nicht alles gespielt, sondern nur bis zu einem bestimmten Punkt. Jin, wir brauchen Sie hier. Bin unterwegs. Außenwartung ist zu spät worden. Nur noch Westen. Das Signal des Senders kommt ganz aus der Nähe. Er muss hier irgendwo sein. Hier kann man ja gar nicht durchgucken. Los jetzt. Ja. Da war gerade Paxton Viertel. Schreck mich nicht so. Ich weiß auch nicht, aber das habe ich. Der Let's Player, von dem ich das. Oh, bei dem ich das geguckt hatte, vor einem Dreivierteljahr oder so, der ist. Der heißt. Wie hätte man es anders erwarten sollen? Gronk? Und. Ja, ich weiß, der hat das auch immer gemacht. Aber es klingt doch immer so cool, wenn das Glas so da und so. Ganz lustig. Noch lustiger ist es allerdings, wenn durch so ein Glasfenster auf einmal die Feinde durchgesprungen kommen. Da unten steht mein Wagen. Ich will jetzt fahren. Ich hänge an einer Mülltüte fest. Theoretisch wäre er jetzt tot.
Der Name des Toten war Charles Haberger. Ich erinnere mich an ihn. Aber sind es meine Erinnerungen oder ihre? Ist ja auch egal. Er hat den Tod verdient. Sie haben alle den Tod verdient. Melton, over. Was ist da los? Ich habe Vettels Signal verloren. Tomcat, hier ist Grenzmutter. Hoffentlich haben Sie Zeit. Wir haben einen Zwischenfall am Hafen. Was für einen Zwischenfall? Wir haben die gesuchten Soldaten gefunden, aber befehlen nicht anzugreifen, bis ihr Jungs euch umgesehen habt. Verstanden. Zwei Heli sind zu ihrer Position unterwegs. Sie müssen gleich Sichtkontakt haben. Wir sind bereit. Der ist bestimmt darüber geflogen. So. Jetzt werden auch wieder die Türen geschlossen. Ja, ich weiß, ich renne hier so durch. Könnte ja jederzeit irgendwo ein Mob kommen. Aber den Anfang, ganz ehrlich, den Anfang, also mittlerweile kenne ich den auswendig. Naja, der ist ganz nett. Das habe ich nicht gemacht. Hey, schon wieder da? Was gesehen? Seid ihr Jungs endlich fertig? Der Tag fängt gerade erst an. Geht schon weiter, Jungs. Ich habe hier noch eine Weile zu tun. Eklig. Huch. Atmen! Los, ihr sollt fressen! Ich wollte vergessen. Ich wollte so sehr vergessen. Diese Männer sind von vier. Bei diesem Einsatz bilden sie eine Verstärkung für unsere Einheit. Sie übernehmen die Vorhut. Ihre Aufgabe, die Art der Bedrohung analysieren. Unser Job, wir müssen sie am Leben halten. Der Feind wird nicht angegriffen. Vergesst nicht, wir haben es nicht mit normalen Gegnern zu tun. Team 1 rückt von Südwesten vor. Team 2 rückt von Norden vor. Ist die Aufklärung abgeschlossen, treffen wir uns und warten auf weitere Befehle. Okay, sattelt die Hühner. Oh, ich glaube, ich habe bei dem anderen etwas übersprungen gehabt. Weil ich zu schnell da drum... Ich wollte eigentlich nur um den drum herum gehen. Verdammt. Tut mir leid. So, aber dann kann ich hier gleich mal eine Pause machen. Und mal gucken, ob es überhaupt aufgenommen hat. Also, dann hoffe ich mal, dass es aufgenommen hat. Und sage einfach mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.